Hallöle und willkommen beim verkackten Eurotruck. Könnt schon wieder Sachen durch die Gegend werfen. Aber weißt du, was du machen könntest für das nächste Mal? Öfters mal manuell abspeichern. Dann kannst du dann immer wieder neu laden. Also. Was soll ich denn manuell abspeichern und vor allem wo? Naja, im Hauptmenü. Ja, du kannst im Hauptmenü auf Speichern drücken und verschiedene Spielstände anlegen. Das heißt, wenn jetzt sowas passiert und er hat nicht aufgenommen und jetzt das vor der Folge gespeichert, könntest du dir natürlich den Spielstand von vor der Folge neu laden und könntest das alles nochmal neu machen. Oh. Was? Bockwurst? Ja. Das hört man nicht unverschämt hier. So, ich habe in der letzten Folge, die nicht aufgenommen wurde, mir einen Kredit zugelegt von 400.000, wo ich aber nicht alles Geld aufgebraucht habe, wie man sieht. Und habe mir... Moment, Garagenmanager? In fast allen kleinen Garagen neue LKWs und neue Mitarbeiter eingestellt. Außer in der, da hat das Geld nicht gereicht. Und dann noch irgendeine, wo 4 LKWs oder so sind. Weiß ich jetzt nicht. Ja, einen neuen LKW habe ich jetzt auch. Den man nicht sieht, weil er jetzt gerade von hinten angezeigt wird. Aber nur gut. Und ich befinde mich gerade in Berlin. Ach genau, wegen dem LKW. Warum auch immer, wollte ich gerade sagen. Ja. Geile große neue Aufträge gibt es. Hier ist zum Beispiel eine für 92.000. Ich hatte, wo ich heute schon mal im Laufe des Tages aufgenommen hatte, auch einen gesehen, der hatte über 100.000 Euro als Einnahme gehabt. Ja, voll fett. Aber solche Riesendinger fahre ich ja nicht hier während der Aufnahme. Da, ey, ich so einen Auftrag fertig habe, da ist ein ganzer Monat rum. Hier ist ein Fragezeichen, soll ich da mal hinfahren? Ja, da kannst du eine Arbeitsagentur oder irgendwas anderes aufdecken. Ein Händler? Eine Garage will ich doch. Ja, ein Volvo fahre ich jetzt, wie man sieht. Ich glaube, Volvo war damals auch das allererste LKWchen, was ich mir mitgeholt hatte, weiß ich nicht. Ich mag auf jeden Fall die Inneneinrichtung von Volvo. Und, oh, das Michelin-Männchen hat gar keinen Wackelkopf. Das ist einfach nur da. Oh, ist traurig, wackelt heute nicht. Schade. Schade, sagt's. Und Licht soll ich mal anmachen, so. Aber die Lackierung ist wieder dieselbe wie vom LKW davor. Ich fand die am hübschesten. Ja, ich muss damit ja nicht fahren. Genau. Birnen fahre ich. Nun gut, mal gucken. Was für welche? Bestimmt Williams. Nee, also die zum Essen oder die zum Reinschrauben? Steht da nicht da. Aber ich denke mal, das sind die zum Essen. Naja. Und es ist hoffentlich keine Weihnachtsmusik mehr vorhanden. Obwohl bei dem Lied, was gerade läuft, ich mir nicht sicher bin, ob das ein Weihnachtslied ist. Aber ich habe mich extra bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich mich extra nochmal hingesetzt, mir diese ganzen Lieder angehört. Und so gefühlt die Hälfte davon weggeschmissen, weil das Weihnachtsmusik war. Nee. Nee? Weiß ich doch nicht. Was denn hier von YouTube? Ja. Hast du wieder Country? Country, ja. Das Einzige, was mich ein bisschen verwirrt, ich höre die Spielmusik von dem Spiel nicht. So, mein Blinker höre ich, aber nicht mein LKW.
Doch, da ist hier bestimmt. Jetzt ist ja bestimmt was falsch eingestellt. Ja, bestimmt. Dam, dadam, dap, dap. So, ich fahre mal ein paar Schlangenlinien. Das macht man jetzt so. Ah, ist Mode, ne? Mhm. Das signalisiert dem Hinterherfahrenden, du kommst ja nicht vorbei. Ich fahre gerne in der Mitte. Dass mich auch von links und rechts ja keiner überholt und ich genug Platz in den Kurven habe. In echt jetzt oder im Spiel? Im Spiel. In echt habe ich Angst, dass ich angekackt werde. Na, dann kackst du doch mal gepflegt zurück. Du hast mich doch gestern auch angeschissen. Verrat doch nicht alles. Ah, nicht so lecker. Die Diskussion hatte ich uns heute, ich habe ihm das mitgeteilt, dass wir uns darüber unterhalten haben. Ah. Was meint also, meinem, es ging ja um die Befriedigungsarten. Also wir sind uns jetzt an dem Punkt einig, dass es auf jeden Fall rektal für den Mann befriedigender ist als für die Frau. Aufgrund der Prostata-Stimulation. Da musste ich ihm wohl beipflichten. Dann ist er gegangen. Und hat jetzt Urlaub und ist jetzt 2,5 Wochen irgendwo, ich weiß nicht, ich glaube Los Angeles oder San Francisco. Also genug Zeit, um dir eine riesengroße Papyrusrolle voller Fragen einfallen lassen zu lassen. Nee, ich habe ihm gesagt, ich klaue ihm seinen Platz. Ja, das wollte ich jetzt gerade als zweites vorschlagen. Dann sitze ich nämlich direkt neben der... Ne? Mit dem blonden Haaren. Ah. Ich habe gerade eher an die andere gedacht, aber okay. Nee, die ist anderes Stockwerk. Ah. Ja. Ja, ja, der Freezy und seine Weiber. Ja, jeden Stockwerk eine. Ist ja auch nicht langweilig, bitte. Nee, langweilig wird's nie. Wäre noch schöner. Das wäre auch noch schöner. Ich muss halt mal... Ey, warum... Jetzt hat das schon wieder nicht gelenkt. Verarschen, den ganzen Tag hat es funktioniert, jetzt nehme ich auf und es lenkt nicht. Es liegt an mir. Sag's doch gleich. Ich habe schlechtes Karma auf dich. Sagt man das so? Ich fühle mich gerade heute ein bisschen gemobbt von dem Spiel. Ja. So, ich will jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwo, weil das ist das einzige Symbol, was ich noch nicht kenne. Hier, ne? Garage. Ich brauche eine Garage. 180. Also zumindest beim Euro-Truck kostet die. Also 1000 natürlich. Och, Mensch. Ah, was kostet die Welt? Ich da habe ich... Gucken, vielleicht ist es noch klein im Portemonnaie, kann sein. Ja, Garage. So, meins. Kann man riechen, ob die Pippi hier schon ihre Revier markiert hat? Nein. So, Eingabe. Kaufen. Willig. Ist eine kleine. Kann ich direkt vergrößern? Ja. Auf 30 Plätze? 5. Erstmal breche ich jetzt den Auftrag ab, soweit mache ich nicht mehr. Aufträge sind scheiße. Habe ich nicht mehr nötig. So. 12.000 Euro Dollar Strafe. Lächerlich. Tja. Willkommen bei Freezy dem Großkotz. Graf Freezy. So. Garage verwalten. Bom. In Reno. Garagenplätze. Seht ihr schon, dass ich den LKW hier umschubse? Ich fahr dezent zu schnell und der kippt immer so leicht manchmal schon in den Kurven. Macht das gerade Sinn, was ich hier tue? Ich nicht. Nee, ne? Bis jetzt hat jedes. Also bis auf Auftrag abbrechen klang es bis jetzt ganz gut. Hat denn jede Stadt einen eigenen LKW-Händler? Nee. Gut. Aber das ist nicht so schlimm, die werden ja eh hingefahren oder gebracht. Ah, kann ich nicht. So, ab Level 13. Ach, naja. Warte mal, was nimmt man denn immer so weit hier? Ja. Nee? Moment.
Ausführung ändern. Ich finde das nur lustig bei mir mittlerweile, wenn ich das so im Verlauf mir anschaue. Ganz am Anfang haben ja meine Mitarbeiter, da waren es ja alles nur Weiber, die die besten und schönsten LKWs bekommen haben. Mittlerweile sind Männer sowie Weiber, alles in einem gemischt und kriegen mittlerweile irgendwelche billigen Schüsseln im 0815 Format. Immer schön auf Masse und Konsum, damit ich ja so schnell wie möglich Geld ranschaffe. Als hätte ich ja nicht schon genug, wenn ich mich einmal verstanden. Schlafen lege. Sag mal, kann ich nicht direkt 10 kaufen? Kann ich das irgendwo einstellen? Weiß ich nicht. Ich glaube, nein. Leider nein, leider gar nicht. Das ist aber doof. Köfen. Nee, will ich nicht. Aber jetzt habe ich keinen Fahrer. Ist das schlimm? Hä? Wieso habe ich keinen Fahrer? Hä? Muss ich erst fahren? Du musst ihn doch erst in die Arbeitsagentur jetzt. Einstellen. Nee. Oder anders? Nee. So. So. Köfen. Nein. Die fahren sowieso nicht so sofort los. Die müssen ja auch erstmal dahin reisen. So. Ich bin ja im Kaufrausch. Ich kann jetzt nicht kommunizieren. Ich bin am Sappern. Oh Gott, ey. Was denn? Fängt das schon mit Geifern, ey. Geile Halloween-Lackierung. Ah, so. Oh. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier ein paar billige finde, ne? Weil wir müssen ja irgendwo trotzdem sparen. Natürlich am Lohn, ist doch klar. Weil Freezy ist ja das Billiglohn, die Billiglohnfirma. Aber das geht doch gar nicht. Man kann ja wenig Lohn, nicht wenig Lohn, wenig Lohn, viel Arbeit. Ach, genau, die Else S habe ich noch. Eine Else habe ich, glaube ich, nicht. Und wie kann ich das bei dir einstellen? Aber mittlerweile habe ich auch so viele Leute, dass ich mir auch alle Namen gar nicht mehr merken kann. Nur so die Urgesteine wie Hanga zum Beispiel, die ist im Kopf hängen geblieben. Aber die bringt ja auch ordentlich Schotter teilweise nach Hause. Oh, eine Schokofrau. Was hat der denn für eine Mütze auf, der Ivan L? Ja, die können wir direkt mal in die Klapsmühle abschieben. Eine Fresse. Nö, die Martina N, die sieht so aus, als wenn sie gut was irgendwas kann. So. Meine sehen manchmal ein bisschen irre aus, aber ich glaube, das passt zum Image. Dann nehmen wir jetzt noch den Patrick S. Petty Officer Patrick. So. Und die Agnes auch noch. Wir müssen ja was für die Quote der afroamerikanischen Ureinwohner tun. So. Ja dann. Auf ins fröhliche Fahren. Aufrüsten? Ja, weiter geht's. Wo genau muss ich denn hin? Nach Trelleborg. Alles klar. Nach Trelleborg. Reno! Ist überhaupt nicht teuer, der Scheiß. Was? Dahin zu reisen nach Trelleborg. 668 Euro. Ist doch nicht teuer. Finde ich schon. Ach. Das ist doch, du hast es doch. Nee. Na, sieh. Ausführung ändern. Ich habe halt den Kredit schon wieder zusammen, den ich gleich abbezahlen kann. Ich sagte, du hast es. 50.000 noch und dann kann ich abbezahlen. Gerade. Also quasi einmal Auftrag abgeben. So. Ich weiß gar nicht. Ah, ja, Rechtsverkehr ist hier, okay. Trelleborg ist in Schweden. Die Trolla ist in Trelleborg. Sind wir euch wieder albern? So, ich brauche noch Peoples hier. Peoples!
Gib mir die Peoples. Klappe einstellen. Ich stelle jetzt diesen komischen Ivan ein. Weh, der macht was kaputt. Man muss ja auch Minderheiten und... Und so. Gehandicapten eine Chance geben. Eine Chance! Dann mache ich auch den Leuten, die ohne Arme, ohne Beine sind, auch die können LKW fahren. Na klar, per Spracheingabe oder was? Knüppeln im Mund und dann geht's los. Wie Dingsbums hier, ne? Wie heißt... So ein Joystick. Ja, genau, wie hier der... Hab vergessen. Dings. Na, du weißt, wen ich meine. Wer der Dings, den der Schelden so toll findet. Ja. Na? Ich weiß jetzt auch nicht, wie er heißt, aber so ungefähr wird er reden. Ich wollte es ja noch nett ausdrücken. Pippin Rustek wieder diskriminierend, wie sie gerade ist. Habe ich von Howard gelernt. Habe ich zufälligerweise beim ja, Big Bang schauen gestern gesehen. Howard ist ja selber eigentlich nicht so ganz koscher. Warum bist du nackt im Bett? Ja, ich hab Saft verschüttet. Dann zieh dir einen Pyjama an. Bist du verrückt? Das war mein Montagspyjama. Heute ist Montag. Hm. Ne? Ja. Wie heißt er denn? Stephen Hawking. Ja, meine Fresse. Ne? Dr. Matthäus war es nicht. Nee, ich habe die ganze Zeit Limoy, keine Ahnung, wie er hieß. Den hatte ich jetzt die ganze Zeit im Kopf, aber ich wusste, dass es falsch ist. Das war Mr. Spock. Leonard? Hieß er nicht auch Leonard? Limoy? Ja, Limoy. Mr. Spock. Oh, eine Serviette. Willst du sagen, ich besitze die DNA von Leonard Limoy? Ja. Das wäre schön, wenn man klonen könnte. Schön und gruselig zugleich. Hm. Stell mir vor, es gibt mehr als ein Freezy. Die Sonne, die wäre immer verdunkelt und... Oh, Feier. Und ewige Eiszeit und nichts mehr zu lachen und... Nur noch Missverständnisse. Wie bei uns so, ne? Der eine wird auf der Straße sagen, guten Tag, und der andere sagen, was hast du zu mir gesagt, du Wichser? Nein, das ist vielleicht ein bisschen drastisch jetzt. Na, ich hab das W-Wort gesagt. Das was? Das W-Wort. Hast du schon wieder vergessen? Länger als 10 Sekunden her. Temporär gelöscht. Ein Pipi. Bisschen mehr RAM in Kopf, wa? Ich habe gestern Undercover Boss geguckt. Ich bin jetzt bei Big Bang Staffel 5 Folge 1. Ich habe es jetzt geschafft, ohne einzuschlafen. Was? Oh Gott, das sehe ich hier, weiß ich nicht. So, ich werde jetzt nur noch schlafen fahren beim LKW, dann ist die erste Folge schon rum. Nee. Ja, vorausgesetzt, die hat's aufgenommen. Das ist nämlich die zweite Folge. Naja. Ich muss zum Service fahren. Oh, hier ist eine Garage. Die könnte ich ja eigentlich gleich kaufen. Ach, ich muss ja gar nicht schlafen, sehe ich gerade. Oh, wenn das so ist. Nur gut. Ich habe doch ein... Okay. Alles weiter in der nächsten Folge. Genau. Tschüssi. Tschö. Mein Gott, nochmal. Lass sie nicht ausreden. Kommst du nicht mal zum Atmen hier?